Liebe Alsfelderinnen und Alsfelder, aufgrund der Entwicklungen hinsichtlich der Corona-Pandemie möchte ich mich heute wieder mit einer Videobotschaft an Sie wenden. Es ist der 21.10. Wir haben kurz vor 12 Uhr mittags. Es kann also sein, dass einige der Zahlen im Laufe des Tages sich noch verändern werden. Aber ich gebe Ihnen die Informationen auf Basis dessen, was uns jetzt Stand kurz vor 12 Uhr am 21.10. vorliegt. Im Vogelsbergkreis ist nach der gestrigen Pressemeldung die sogenannte Inzidenzzahl bei etwas über 34. 35 stellt da eine gewisse Grenze dar. Es kann sein, dass die demnächst überschritten wird. Was das bedeutet, werde ich im Lauf dieses Vortrags Ihnen kurz erläutern. Zum Ersten, das Land Hessen hat, auch was die sich verschärfende Corona-Lage angeht, eine Prioritätenliste aufgestellt. Diese Prioritätenliste besagt, dass an allererster Stelle der Prioritäten steht, die Überlastung des Gesundheitssystems, insbesondere der Krankenhäuser, zu verhindern und deswegen die Ansteckungszahlen möglichst gering zu halten und deswegen auch die entsprechenden Hygienekonzepte und die entsprechenden Regelungen für Veranstaltungen und so weiter umzusetzen. Der zweite wichtige Punkt und die zweite Priorität ist, dass sowohl die schulischen als auch die Kindergartenangebote so lange wie möglich aufrechterhalten werden können. Wir wissen mittlerweile, dass Schulen und Kindergärten in der Regel keine Herde zur Verbreitung des Coronavirus sind. Und trotzdem ist es eine hohe Priorität, mit entsprechenden Maßnahmen auch dafür zu sorgen, dass diese so lange wie es geht aufbleiben können und Bildung und Betreuung sicherstellen können. Der dritte Punkt ist das Thema Wirtschaft. Alle Vorsichtsmaßnahmen haben auch das Ziel, dass in dieser unnormalen Zeit so viel Normalität im Wirtschaftsleben wie möglich beibehalten werden kann. Mit Beachtung aller Hygieneregeln, mit Beachtung aller digitalen Möglichkeiten wie Homeoffice. Alles das soll dazu dienen, dass überall dort, wo gearbeitet wird, auch weiter gearbeitet werden kann. Und wie es der hessische Ministerpräsident gesagt hat, alles, was danach kommt, Freizeit und ähnliche Veranstaltungen, die sind in der Prioritätenliste dann erst nach diesen drei genannten Punkten aufzuführen. Also erstens Gesundheitssystem, zweitens Bildung und Betreuung, drittens das Wirtschaftsleben. Was hat das nun mit dieser Inzidenzzahl zu tun? Es gibt in Hessen ein Ampelsystem, grün, gelb und rot. Grün heißt, es gelten die normalen Regeln. Die besagen im Moment, Veranstaltungen dürfen mit maximal 250 Personen stattfinden, Privatveranstaltungen in öffentlichen Räumen, wie zum Beispiel Bürgerhäusern, mit maximal 50 Personen. Wenn gerechnet auf 100.000 Personen innerhalb von 7 Tagen mehr als 35 Menschen sich neu mit Corona infizieren, im Vogelsberg sind es wie gesagt zurzeit 34, etwas, wenn also diese Zahl 35 überschritten wird, dann werden die Regeln verschärft. Es gilt dann statt 250 eine Höchstzahl von 150. Größere Veranstaltungen können dann nur durch das Gesundheitsamt genehmigt werden. Für Privatveranstaltungen in öffentlichen Räumen 25. Und es tritt dann auch ein, dass eine dringende Empfehlung des Landes für Privatveranstaltungen in den eigenen 4 Wänden maximal mit 15 Personen vorgenommen wird und eintritt. Wenn die Ampel dann auf Rot springt, das ist ab 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen, werden die Regeln nochmals schärfer. Dann gelten für Veranstaltungen maximal 100 Personen, bei Privatveranstaltungen in öffentlichen Räumen 10 und auch die dringende Empfehlung bei Privatveranstaltungen in den eigenen 4 Wänden nur noch maximal 10 Personen oder eben 2 Hausstände. In Hessen gibt es kein Beherbergungsverbot. Das heißt, dieses Thema, was bundesweit jetzt diskutiert wurde, gibt es in Hessen nicht mehr. Und weitere Infos sind noch, dass das Land Hessen und auch der Bund Förderprogramme vorgenommen haben, mit denen Städte oder auch Landkreise für ihre Schulen und Bildungseinrichtungen Lüftungsgeräte für diejenigen Räume anschaffen können, in denen schlecht durchzulüften ist oder bei den Lüften jetzt im Winter, wenn es sehr kalt wird, schwierig würde. Auch da soll eben der Unterrichtsbetrieb so lange wie möglich aufrechterhalten werden. Was es noch nicht gibt, aber was im Moment frei entschieden werden kann, ist zum Beispiel in den Schulen, dass eine Maskenpflicht durch die Schulleitungen angeordnet werden kann. Das gibt es noch nicht landesweit. Wenn sich die landesweiten Zahlen verschärfen, könnte das natürlich auch noch kommen. Genau das Gleiche gilt für die Besuchsregeln in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeeinrichtungen. Auch in diesen ist die Situation so, dass im Moment die Hygienekonzepte der Einrichtung gelten.
dass, wenn sich aber die Zahlen verschärfen, das Land möglicherweise wieder Regelungen erlassen muss, wie der Besuch in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen zu regeln ist. Alsfeld ist natürlich mit zahlreichen Pflegeeinrichtungen da auch betroffen und mit dem Krankenhaus. Wichtig ist hier, die Menschenwürde hat Vorrang. Das heißt, jemanden, der alt ist und auf den Kontakt zu seinen Verwandten angewiesen ist, vollständig zu isolieren aus Gründen des Seuchenschutzes, gilt genauso wenig wie bei steigenden Zahlen jetzt die volle freie Besuchsmenge an Menschen, die gerne kommen möchten, in Krankenhäuser und Pflegeheime zu lassen. Wenn das also erforderlich wird, wird es da auch in Hessen zusätzliche Regelungen geben. Ich würde Sie an dieser Stelle darüber informieren. Solange halten Sie sich an die berühmten AHA-Regeln, Abstand halten, Hände waschen und die Atemschutzmaske. Bleiben Sie ansonsten gesund. Ich melde mich wieder bei Ihnen.